deutsche Vereinigung für Raumforschung. Am Ende des Vortrages werde ich noch mehr über kurz zeigen, wo wir arbeiten, was für ein Gebäude, wo wir da sind und auch die deutsche Vereinigung für Raumenergie, die schon öfters erwähnt wurde, wo wir im Internet zu erreichen sind und so weiter. Aber zuerst geht es mir mehr um die Inhalte und wir haben ja schon viel gehört. Ich werde auch noch mal ein paar über aktuelle, aber auch über, finde ich, wichtige historische freie Energiegeräte berichten und dann auch noch darauf eingehen, so ähnlich wie Ahmed eben am Ende. Ja, warum haben wir hier nicht alle, warum wird das Gebäude nicht mit freier Energie betrieben? Ja, warum fahren wir noch mit alter Technologie herum und so weiter? Und bin ja schon eine Weile dabei und so und habe da am Ende eben auch einige Folien dazu, wie ich glaube, wir die nächsten Schritte angehen können und werde immer wieder auch mal einflechten, warum die Situation so ist, wie sie ist. I have to add something for the English-speaking people. You will translate in summary, okay? Yeah, so ist das vorgesehen. I'm supposed to translate myself. Ahmed, he said a little bit when he gets recovered. Dann wird das vielleicht noch wieder übernehmen. Maybe he's translating after a while. Let's see. So I'll tell you at the end who the German Space Power Association that I'm representing is and where we work. And I, at the beginning, will start with content with free energy technologies. Also mein Grundansatz ist, wir haben reichlich Energie, die geht auch nicht verloren. Es geht hier um Wandlung. Und auch Ahmed hat ja eben schon sehr schön deutlich gemacht, wie viele Möglichkeiten wir auch schon mit konventionellen Sachen haben. Also auch die konventionellen Möglichkeiten, die wir ausschöpfen könnten, wenn wir wollten, sowohl technologisch als auch als Gesellschaft in einem Zusammenarbeiten, sind vielfältig und es geht auch ganz viel darum, dass wir uns ändern und etwas ändern. Aber jetzt geht es erstmal hier dann um historische und aktuelle Energietechnologien und ein Schwerpunkt, den wir persönlich haben und ich auch habe, ist Forschung mit Physiker, also die wissenschaftliche Forschung. Für mich ist das eben auch ein wichtiger Beitrag, um es zusammenzufassen, warum haben wir nicht all diese Technologien? Nicht, weil es mangelt an Menschen, die in der Welt herumfliegen und die fertige Maschine in der Garage suchen, davon haben wir schon reichlich. Ich persönlich glaube nicht mehr an diese fertige Maschine in der Garage, das mache ich nicht mehr so gerne rumfahren und rumtesten, sondern was ich wichtiger finde, ist die vielen guten Ansätze, die es gibt, in Forschung umzuwandeln und das ist sozusagen die harte Arbeit, die nötig ist, diese Ideen dann in etwas umzuwandeln, was alle auch verwerten können. So, da werden wir ein bisschen eintauchen in diese Welt. Aktuelle Fragen in der Wissenschaft zum Beispiel sind, wie hoch ist eben die Energiedichte im Raum? Ja, warum? Da gibt es also riesen Abweichungen in der Physik zum Beispiel. Ja, aus der Quantenmechanik haben wir eine gigantische Summe, die im Raum an Energie zur Verfügung steht. Das erzähle ich nachher noch genauer. Während die Kosmologie, die Gravitationskonstante, von Einsteinschen Formeln her eher eine geringe Energiedichte errechnet, kann man mit diesen quantenmechanischen Kräften, die sich Casimir-Kraft nennen, kann man damit Objekte bewegen. Das sind aktuelle wichtige wissenschaftliche Fragen, die dahin führen, kann man das denn wirklich nutzen und kann man Energie auskoppeln. Hier ein Bild und ein Artikel vom Helmut Hoff, den ich schätze als Wissenschaftler und der eben schon 1993 hier diesen wichtigen Artikel gebracht hat, wo er darlegt, dass theoretisch diese Kraft tatsächlich auszukoppeln ist, for the English speakers. Here you see Hal Puthoff, that I honor as a scientist, and he in 1993 already had a series of 4 or 5 articles in Physical Review, where he clearly showed on very stringent
physics laws that there is energy in the vacuum and that we can extract it. So please take a note and read it. So theoretically it's clear. Was auch ziemlich klar ist, ist, dass die Natur das benutzt. Hier rechts sehen wir zum Beispiel den Gecko. Das ist so ein Tier, der in Asien sehr verbreitet ist und auch recht groß werden kann, bis zu mehreren Kilo schwer. Und es läuft an Wänden und an Decken und so weiter. Und das macht es nicht mit Krallen und Kraken oder Saugnäpfen, sondern einzig und allein mit ganz flachen Haaren. Davon hat es aber ganz viele und diese Haare haben eben diese Kasimir, diese quantenmechanische Kraft und damit klebt er sozusagen an der Wand. Aber kleben nicht mit Klebstoff, sondern einfach so, das nennt sich Adhäsion, einfach glatte Flächen, die dann aneinander kleben. Und ich finde es immer sehr wichtig, die Natur zu beobachten, weil alles, was wir hier in Geräte umsetzen, macht die Natur natürlich auch. Auch unser Körper funktioniert so und das ist eine ganz wichtige Inspiration for the English speakers. I think watching nature is very important and the free energy is already realized in, for example, the gecko. That's very clear. There's lots of scientific literature in the last 10 years that came out where it was unfolded how the gecko is actually sticking to the ceiling. So watching nature and like with the Schauberger, understanding and copying nature, I think is a very, very important part. Eine andere Sache sind historische Dinge, zum Beispiel Tesla, aber auch eine Reihe von anderen Forschern. Auch hier könnte ich eine lange Geschichte erzählen. Eigentlich verweise ich an dieser Stelle vielleicht gerne mal auf einen Infinite Energy Artikel, der sehr interessant ist, wo es gibt ja diesen Ausspruch, als Morgan erkannt hat, dass man, dass das drahtlose Energieübertragung ist, da hat er das gestoppt, weil er dann kein Geld mehr verdient. Das ist sozusagen die Legende. Aber da hat mal jemand sich hingesetzt und hat das mal wirklich recherchiert, wie das war. Ich habe jetzt leider nicht die Zeit, das hier zu auseinanderzunehmen. Aber und in der Essenz ist es so, Morgan hat Tesla Geld gegeben und er ist mit dem Geld nicht ausgekommen. Dann hat Tesla Morgan aus verschiedenen Gründen öffentlich stark beleidigt und dann hat Morgan ihm kein weiteres Geld gegeben. Aber wie gesagt, die ganzen Details, da gibt es eine Menge mehr Details dazu, die kann man nachlesen. Warum erzähle ich das? Weil oft freie Energieprojekte in der Realität nicht an den schwarzen Anzugmenschen, die ja Ahmed schon gesucht hat, daran scheitert das nicht unbedingt, sondern entweder zerstreitet sich das Team, warum zerstreitet sich oft, also diese ganzen Energiesachen haben oft die goldene Phase am Anfang, wo man ganz viel Geld hat, nämlich das, was man am Anfang gekriegt hat, da geht noch alles super, aber dann nach einer Weile geht das Geld eben aus, der Stress nimmt zu und der Druck im Team, was hervorzubringen, nimmt zu, Missverständnisse und bumm, irgendwie, hier sitzen einige, die das bestätigen können, ja, dann fliegt sein Team auseinander. Solche Sachen sind dann die Realität, da braucht es gar keine staatlich organisierten Anzugmenschen, um das hinzukriegen. Das kriegen die Teams hin und die fehlende Finanzierung und so weiter, die mangelnde Unterstützung, all diese Dinge bringen das dazu. Zurück ins Positive hier, Colorado Springs. Tesla hat tolle Dinge entwickelt, hat hier die Schumann-Resonanzen schon 50 Jahre vor Schumann entdeckt und genutzt für seine Technologien, hat das großtechnisch umgesetzt, wirklich tolle Leistung. Leider ist es eben auch nicht ganz fertig geworden und so weiter, aber er hat viele Patente gemacht und ist für uns sozusagen, warum erwähne ich das alles, eine wahnsinnig tolle Ressource, weil er das super dokumentiert hat, es gibt die ganzen Patente, man kann darauf aufbauen. T. Henry Morey, auch einer der Helden für mich, hat hier auch tolle Geräte entwickelt, Röhren, das sind so Plasmatechnologien da drin letztendlich. Gibt viele, viele Leute, die das gesehen haben, auch Geräte, die mehrere so 10 Kilowatt, 30, 40 Kilowatt erzeugt haben. Ist eine lange Geschichte, auch viele Leute oder einige wirklich solide Projekte haben versucht, das nachzubauen, aber es
aus verschiedenen Gründen, das geht heute noch nicht. Hier meine Liste, Nikola Tesla, Henry Moore habe ich erwähnt, John Keely, auch ein ganz tolles Projekt war, 1850, gibt es auch modern sehr interessante Literatur, weil Keely auch so mit subtilen Energien gearbeitet hat, Viktor Schauberger, die Natur beobachten, davon lernen, hatte ich schon erwähnt, ist für mich auch ein ganz wichtiges Element. Hans Kohler, auch tolle, interessante Erfindungen, die wir weiterverfolgt haben. Am Ende zeige ich noch ein paar Bilder. Und Walter Russell ist auch für mich ein Wahnsinnsvordenker, der unheimlich interessante Bilder gemalt hat von diesen so Eingebungen, war Künstler, der dann freier Energieforscher geworden ist und hat auch sehr, sehr interessante Bücher und Bilder hinterlassen. Jetzt machen wir einen Sprung. Jetzt sind wir so, wie man sieht, in den 70er Jahren, zum Beispiel der Edwin Gray Motor. Da gab es also auch eine ganze Menge Erfinder in der Zeit, die tolle Technologien produziert haben und wie man sieht, auch interessante freie Energiekongresse teilgenommen haben. Hier auch Teil ist nicht nur der Motor, sondern auch eine Röhre, die da mit verbunden ist. Es gibt Patente, es gibt viele Geschichten, hier könnte man nur über diese Technologie easy anderthalb Stunden reden. Ich glaube, ich habe mich schon länger gewöhnt. Ahmed, fängst du schon an, mich parallel zu übersetzen? Nein, den Auftrag habe ich nicht bekommen, aber ich kann es gerne machen. Ja, mach mal, weil ich merke, dass für die Engländer I ask Ahmed to start simultaneous translation, because I see I'm jumping and I think so you also get something really much better if he simultaneously translates it. I'll go back a little bit. So I talked about Tesla, how he's great, and we have the patents, and it's a great foundation for us. I mentioned T. Henry Morey and his 30 kilowatt power that many people have seen, and his things, and here we went to the list. Ahmed, okay? Ich weiß nicht, ob mich überhaupt im Moment noch. So everybody who now wants English translation, please take a headset. Okay. And I hear you very much. Okay. I can see. For Fabio. Gut, dann können wir jetzt mit großer Fahrt weitergehen, weil Ahmed eher, dass ich mit hoher Geschwindigkeit rede, damit er. Wir kommen jetzt zu dem nächsten 70er, 80er Jahre Projekt John Searle. Erwähne ich, weil ich später auch noch ein Bild zeige, wo Leute wirklich sehr groß mit viel Geld versucht haben, diese Technologie nachzuvollziehen. Nämlich genau hier. Das ist also ein Bild, ich glaube, da haben die 3 Millionen für verbaut. Hier sieht man einen Teil vom Team. Wie ist die, also hier, was haben wir, Moment, ich suche den, was haben wir hier? Also dieses Bild besteht aus Tom Malone, der die Gruppe zusammengebracht hat. Hier sehen wir den Investor, hier sehen wir die beiden russischen Forscher, Rodin und Roshin. Und deshalb muss dieser Mann hier vom amerikanischen Energieministerium sein und die beiden wahrscheinlich auch. Aber hier, wie gesagt, derjenige hat das finanziert und die beiden sind die Erfinder aus Russland, die hier zu Besuch sind. Aber das hier wurde in Russland gebaut, ist ein Riesengerät. Bitte sehen Sie hier die Leute, die da stehen. Das hier sind Wagen, weil hier sind ja Magnete, die sternförmig magnetisiert sind, eben nach Searle und so in Ringen angeordnet sich drehen. Und dabei soll ja Searle will ja damit Fluggeräte gebaut haben und hier sehen wir, haben die das versucht. Leider ist da meiner Meinung nach keine sensationelle Sache bei rausgekommen und es lief jahrelang das Projekt, aber heute ist es dann auch irgendwie, ich glaube, das Geld ging aus und jetzt ist das Gerät auch, ich will sagen, ausgeschlachtet, aber verloren gegangen. Das Bild haben wir hier, also auch Tom Malone, der ja auch im November zu uns nach Berlin kommen wird, aber auch jemand, der viel Erfahrung hat im realen Umsetzen von solchen Projekten. Eine Wahnsinnsleistung, die Leute hier zusammenzubringen und dieses Projekt zu realisieren.
wir machen wieder einen Sprung, hier auch nochmal ein Artikel jetzt aus 2002. Wer sich also mehr für sowas interessiert, hier wird auch zumindest theoretisch eben erklärt, wie kann man Nullpunktenergie und das Quantenvakuum dafür nutzen, um Raumfahrtantriebe zu machen. Sorry, I'd like to add that English-speaking people can get a translation via the headset. The headset is here. Okay? Nobody. Ja, danke nochmal, dass das klappt. Danke, Ahmed. Gut, jetzt machen wir einen Sprung in die Neuzeit sozusagen, schauen uns ein paar Projekte an. Black Light Power, auch ein tolles Projekt. Immer wieder erwähne ich auch die Finanzierung. Sie merken schon, das ist in dem Ganzen hier eine wichtige Sache, wie Black Light Power. Und beachten Sie also hier die saubere Atmosphäre und die teuren Geräte. Diese Firma hier, die auch eine wunderbare Theorie dazu hat. Der Randall Mills hat also, der da letztendlich hintersteht, hat nicht nur 130 Millionen oder 115 Millionen von Energieversorgern eingesammelt, um diese Blacklight Power, die schon mindestens 15 Jahre sozusagen mit einer ordentlichen Firma diese Plasmatechnologien, die man hier sieht, machen. Blacklight Power heißt, das ist eine Plasmatechnologie, wo UV rauskommt und das wird dann in Wärme und Strom umgesetzt. Er hat auch eine sehr interessante Theorie, so eine Vermischung aus Quantenmechanik und herkömmlicher Elektrotechnik, verzichtet auf einige Sachen. Er selber interpretiert es dann so, dass es kleinere Energiezustände beim Wasserstoff gibt, die man vorher nicht hatte, sozusagen so geschrumpften Wasserstoff und so. Aber meiner Meinung nach kann man seine Daten auch anders interpretieren. Aber jedenfalls hat er eine Theorie, hat ordentlich eine Summe Geld eingesammelt und macht wirklich tolle Arbeit. Auch einige deutsche Forscher aus Greifswald sind dort mit und machen da. Aber auch dort ist über die Jahre bisher noch kein, immer wieder wird mal was angekündigt, auch zuletzt vor 7 Jahren wurde eine Maschine angekündigt, 50 kW. Wir haben auch versucht, die zu bestellen. Damals habe ich für Klaus-Dreizellerfeld gearbeitet. Wir haben versucht, die Maschine zu bestellen, haben es aber nicht geschafft, eine nach Deutschland zu bekommen. Ich wüsste auch niemanden, der eine hatte. Noch jemand, der hier auch in die Nähe wieder gezogen ist und wo ich kurz die Geschichte erzählen möchte, ist hier Konstantin Mayer, kann sich gut erinnern, wir haben ihn besucht, als er noch in Salt Lake City war, da hat er angefangen vor, das war glaube ich auch schon vor 10, 12 Jahren ungefähr, wo wir ihn besucht haben. Damals, hier ganz unten sehen wir noch die relativ kleinen Maschinen, die so halb so groß waren wie die Maschine, neben der er dort steht. Und er nennt es Ball Lightning, also Kugelblitz, ist letztendlich eine Plasmakugel. Und er ist ein sehr begnadeter Doktor der technischen Physik aus Bulgarien und macht, wie man ja auch auf den Bildern sieht, wirklich sehr exzellente, hochklassige Geräte. Und die Geschichte ist ungefähr so, er hat also in seiner Garage angefangen, hat aus Mikrowellen und dazu gebauter Technik hat er seine ersten größeren Geräte gebaut. Dann kam ein kanadischer Minenbauer, hat ihn ungefähr 5 Jahre in Kanada arbeiten lassen. Ungefähr 3 Millionen haben die dort verbaut. Dieses Bild dort oben, das ist der Aufbau, den er dann in Kanada hatte, mit interessanten Messergebnissen. Dann lief das dort aus. Und Chinesen kamen vorbei, dann hat er also nochmal, und das Bild hier, das ist in China, hier hinter ihm ist was ähnlich aussehendes wie das. Und vielleicht mal so inhaltlich, was passiert hier eigentlich, also das, was jetzt hier zu sehen ist, nämlich das ist eigentlich eine etwas verbaute normale Mikrowelle, in der ein Glaskolben eingebaut ist, wo ein Niederdruckgemisch mit eben vielen Mikrowellen, wenn man ein bisschen Funken, also Ionen in einen Niederdruckplasma bekommt und dann Mikrowellen einsteuert, nämlich hier mehrere Kilowatt an Mikrowellen in der Mikrowelle,
dann kann man dort ein sehr intensives Plasma erzeugen. Wir haben damals schon gesehen, die große Schwierigkeit ist dann zu messen, ja, wie viel Energie kommt denn raus. Damals waren wir sehr unzufrieden mit seiner Messmethode, die nämlich eigentlich nur hieß, das ist ja so hell wie 200 Watt. Das ist aber, das Auge sieht logarithmisch und es ist damit äußerst schwierig, einigermaßen vernünftig abzuschätzen, wie viel Lichtenergie denn rauskommt, ganz zu schweigen von der spektralen Auflösung, wo man also sozusagen mit dem Auge zu gucken, wie hell und wie viel Energie aus etwas kommt, ist nicht sehr genau. So, deshalb macht er das hier hinter jetzt inzwischen, indem er Gewichte davon heben lässt und die sozusagen das Heben von Gewichten, das benutzt er jetzt, um genauere Informationen darüber zu bekommen, wie viel Energie denn jetzt aus diesem Plasma herauszubekommen ist. Ich erwähne das alles, er macht tolle Arbeit, er ist jetzt in Bulgarien vielleicht, ich habe ihn zuletzt vor einem Jahr in Amerika getroffen und er wäre vielleicht auch jemand, mit dem man mal wieder Kontakt haben könnte und weil er eben nicht weit weg ist, dass man ihn mal einlädt. Er ist auch inzwischen wieder auf der Suche nach Investoren, weil in China sein Investor ist gestorben, als er dort war und gearbeitet hat nach ein paar Jahren. Naja, wie das so ist, wenn der stirbt, die Nachfahren haben da nicht so ein Interesse dran gehabt. Die Regierung oder der Insolvenzverwalter hat dann gesagt, okay, du kannst in China bleiben zu unseren Konditionen oder eben du kannst gehen, wenn du willst. Ja, also weiterarbeiten nach chinesischen Regierungskonditionen oder gehen. Oder hat er sich fürs Gehen entschieden und sucht lieber hier, das war ihm da zu restriktiv. Ja, eine längere Geschichte. Ich springe mal weiter, weil ich sehe, wie die Zeit fortschreitet und das habe ich am Ende wenig Zeit. Was auch noch ganz wichtig ist, und jetzt springen wir so ein bisschen bei der freien Energie auch in die Massenphänomene, also die Wasserstoffherstellung, das Fahren von Autos mit zugespeisten oder nur mit Wasserstoff. Hier sehen wir Stan Meyer, Jules Brown, die Leute, die das mal angefangen haben. Aber inzwischen ist das ein wahnsinniges Massenphänomen, also ganz, ganz viele Leute machen das. Auch in Deutschland gibt es ganz viele, in Österreich, ich weiß nicht, aber sicherlich gibt es auch viele Leute, die das machen, sich auch in Gruppen zusammenschließen. Und da geht es also letztendlich darum, Autos, die mit Wasser fahren, eine tolle Sache. Wir haben auch im Keller damit angefangen. Hier etwas, was ich am Frühstückstisch schon erwähnte. Was ich auch super finde, ist hier ein Schülerprojekt, wo jemand einen Fusionsreaktor gebaut hat, der funktioniert. Ja, hier ist das Bild für 200 Dollar, die Sachen aus eBay. Und hier der Reaktor sozusagen mit CDs ummantelt, um die Neutronen abzumildern. Das Farnsworth-Prinzip ganz kurz, man legt Hochspannung an diese Wendel. Und dann wird unter bestimmten Bedingungen, nämlich auch wieder Niederdruckplasma mit Wasserstoff, entsteht dann da drinnen sozusagen, die Ionen werden aufeinander zubeschleunigt und das reicht, dass einige eben hin und wieder funktionieren. Und das kann man dann mit dem Detektor sozusagen, hier ist die Kammer, das hier ist die Vakuumtechnik, das hier ist die Hochspannung und das hier ist der Scintillationszähler und das Messgerät. Und so hat der Schüler als Schülerprojekt ein Fusionsreaktor gebaut für 200 Dollar. Dieser Mensch hier, der Professor Raymond Sedgwick, versucht das Gleiche oder arbeitet hier an der School of Engineering in Maryland dabei, das großtechnisch umzusetzen. Da geht es dann darum, also bei dem Reaktor für 200 Dollar ist die Zählrate und somit die Fusions- und die Energieumsetzung eben sehr gering, also einige wenige Stöße pro Sekunde. Das rechnet sich in Energie als klein um, aber er versucht es hier größer zu machen. Jetzt kommt noch ein kleiner Block kalte Fusion oder eben hier diese Niederenergie-Nuklearreaktion, finde ich eine sehr interessante, wichtige Sache. Habe ich auch viele Labors besucht. Auch dort in der Essenz richtig Technik, so wie man es hier jetzt vielleicht sieht, hat bisher keiner auf den Markt gebracht, aber es sind schon in vielen Projekten viele Millionen verbaut worden und es gibt immer noch 300 Wissenschaftlergruppen, die darauf arbeiten und
Es gibt auch tolle wissenschaftliche Ergebnisse, wie zum Beispiel hier aus Berlin, Huke und Czerski, die eben mit ihrem Beschleuniger hier von der TU Berlin klar gezeigt haben, dass hier diese blauen Bälle sind Wasserstoffatome, Ionen, also hier ein Ion, hier ein Atom. Das Rote bedeutet, dass hier das eine Wasserstoffatom in einer Metallmatrix ist, also das heißt, man lädt Palladium in diesem Fall mit Wasserstoff auf und dann beschleunigt man hier Wasserstoff und schießt es sozusagen hier drauf. Und dann misst man die, hier in diesen Detektoren die Fusionsreaktion. Und was die eben Sensationelles festgestellt haben, ist, dass es einen Unterschied macht in den Zählraten, also in den Fusionsreaktionen, ob das eine Wasserstoff in Metall ist oder nicht. Da denken Sie sich, ja, warum nicht? Aber für den Physiker ist es so, dass die Energien, die mit den äußeren Elektronen verbunden sind, sind ganz viel geringer, nämlich 1 Million mal geringer, als die Energien, die bei diesen Kernfusionen entstehen. Und normalerweise hat man gedacht, diese äußeren Elektronen können das gar nicht beeinflussen. So, die haben aber klar gezeigt, da ist ein sehr messbarer Einfluss, war eben 0,1% oder so, aber das reicht um oder mehrere Prozent als Unterschied an manchen Stellen. Das war schon sehr sensationell. Wer genauer will, muss es nachlesen. Was ich noch erwähnen will, ist zur kalten Fusion. Man kann ja denken, ja, warum? Wenn man mal diese Bilder hier verstanden hat, dann denkt man, warum ist das überhaupt so schwierig? Weil eigentlich müsste das ganz einfach funktionieren. Es ist nämlich so, die zwei Wasserstoffatome, wenn die Kerne fusionieren, entsteht Energie. Das heißt, der gemeinsame Zustand hat einen niedrigeren Energiezustand. Warum passiert das nicht ständig sowieso? Weil es den sogenannten Coulomb Barrier gibt hier. Das heißt, wenn der positiv geladene Kern dem anderen Atom näher kommt, wird er abgestoßen. In der Quantenmechanik ist es aber so, hier, dass die niedersten Elektronen, die heißen S-Elektronen, die haben auch eine endliche Wahrscheinlichkeit, am Kernort zu sein. In dem Moment, wenn also jetzt, wenn man ein Teilchenbild denkt und das Elektron ist am Kernort, dann gibt es kein Coulomb-Barrier. Das heißt, in dem Moment, wo man sozusagen das abtestet, nicht das als Wolke betrachtet, sondern die völlig legitime Betrachtung macht, Elektron ist ein Teilchen, dann entsteht dieser Moment, wo es kein Coulomb-Barrier gibt. Und in dem Moment könnte diese Fusion ohne Coulomb-Barrier einfach stattfinden. Wenn man das Bild verstanden hat, fragt man sich, warum passiert das nicht ständig dauernd und alles fällt in sich zusammen? Tut es nicht. Naja, aber auf jeden Fall sieht man hier an diesen Argumenten, dass die kalte Fusion etwas sehr Realistisches ist und es nur eine Frage ist, wann man das gut in den Griff kriegt. Eine der größten Probleme, die ich kennengelernt habe von Forschern, die sich damit beschäftigen, ist, dass es auf Details in den Materialien ankommt. Mit anderen Worten, man hat die wichtigen, wirklich wichtigen Einflüsse auf diese Reaktion noch nicht verstanden. Wenn man das wüsste, dann könnte man ganz gezielt ganz tolle kalte Fusionsgeräte bauen. So, noch etwas, was ich erwähnen möchte, weil es auch hier einen Anfang nahm, vor, glaube ich, 12 Jahren auf eurem Kongress, wirklich eine tolle Sache, der Schäfer-Mischdampfmotor, ein Projekt, was in Berlin läuft, die auch einige Millionen eingesammelt haben, ich glaube inzwischen mehr. Wenn man das Bild hier sieht, sieht man auch so ein bisschen angedeutet, wo das Problem lag, wenn man jetzt die wirtschaftliche Lage sieht. Man sieht den riesen Raum und sie waren sehr optimistisch, sie haben gedacht, sie könnten diese Maschinen nach ein paar Jahren produzieren und haben Produktionshallen angemietet. Dann haben sie aber festgestellt, dass sie das doch noch nicht so im Griff haben, dass sie jetzt Maschinen bauen können, dass sie eigentlich noch weiter forschen müssen. Und dann war das Geld leider eben schnell durch Mieten auch weg. Aber die Leute, die dort einbezahlt haben, sind alles 500 Euro oder 1000 Euro Chargen gewesen. Die meisten haben auf Zinsen verzichtet und haben sich mit denen geeinigt, sodass die heute noch in kleineren Räumen nach wie vor weiter arbeiten können an der Sache, was eine tolle Sache ist. Auch die Anteilseigner sozusagen haben das nicht gegen die Wand fahren lassen, sondern
reden mit denen, man einigt sich und so. Jetzt, das ist eine gute Sache. Ich erwähne noch mal kurz, dass wir diese Studie geschrieben haben. Inzwischen, naja, ist eine längere Geschichte. Inzwischen kann man sie im Netz zum Beispiel bei Achmed verlinkt oder hier, das habe ich auch hier unten drin, Buch der Synergie. Eigentlich kann man die gar, na, ist eine andere Geschichte. Also auf jeden Fall kann man sie jetzt im Netz kriegen. Nicht ganz offiziell, aber man ist. Ich springe jetzt weiter schnell durch. Was mir noch wirklich wichtig ist, ist eben zu sagen, der Raum ist von viel Energie erfüllt. Der Physiker hat, der holländische Physiker Hendrik Casimir hat aus Formeln, die wir gleich noch mal kurz sehen, erdacht, dass es eine Kraft geben muss aus diesen Quantenfeldern. Und ich kann auch noch kurz zeigen, dass das wirklich Standardphysik ist und nicht irgendwas Esoterisches. Hier, das sind Bilder von, wo Künstler das dargestellt haben, wie man sich diese Raumfluktuation darstellen kann. Ich springe kurz durch die Nullpunktenergie. Die Hälfte von Ihnen hat das wahrscheinlich schon ein paar Mal gehört, die andere Hälfte vielleicht noch nicht. Ich springe dann zu unseren modernsten Forschungen, nämlich der lateralen Casimir-Kraft. Das ist ein aktuelles Projekt, was wir machen, zusammen mit amerikanischen Forschern. Und zeige noch ein paar andere Experimente, die wir in Berlin machen. Noch ein wichtiger Punkt ist vielleicht, also die Nullpunktenergie und die Van der Waals-Kraft sind auch ein und das Gleiche. Das möchte ich jetzt nicht mehr erklären, weil die Zeit so voranschreitet. Hier vielleicht noch, Max Planck hat also die obere Formel 1900 in Berlin zuerst vorgestellt und dann 12 Jahre später aber festgestellt, es geht nicht ohne dieses Plus 1,5 in der Formel. Und dieses Plus 1,5, das ist genau, also selbst wenn man N als Energiezustand 0 einsetzt, gibt es immer noch ein halbes Energiequant an Grundenergie, die einfach da ist. Und hängt auch zusammen mit der Heisenbergschen Unschärferelation. Da kommt dieses Halb auch wieder vor. Und die anderen Forscher, die ich hier erwähne, berühmte Leute, sind Leute, die diese Konzepte dann von, was Planck hat ja mit ganz einfachen Modellen gearbeitet. Und die haben das dann auf den Raum an sich ausgedehnt. Na, zum Beispiel gedanklich. Und das sind für uns ganz wichtige Elemente. Diese Unschärfe existiert in der Quantenmechanik nicht nur zwischen Ort und Impuls, das kennen vielleicht einige noch, aber auch zwischen Energie und Zeit. Und deshalb können eben Teilchen oder auch Photonen einfach kurz, also Energiefelder kurz, auftauchen und dann wieder vergehen nach bestimmten physikalischen Gesetzen. Und dann Fluktuationen aus. Hier Forscher, die sich hier mit diesem Aspekt haben, da sehen wir auch ein Bild von Casimir, 98, hat er das Glück nicht treffen. Er hat 48 hier also diese Formel entwickelt, wie man aus diesen Sachen, die ich gleich kurz nochmal zeige, wie man da zu einer Kraft kommt, die man dann auch gut untersuchen kann. Also hier sehen wir nochmal, normal denkt man, ein Pendel kann stillstehen, in der Quantenmechanik gibt es aber diese Grundfluktuationen, wenn man das gedanklich auf Schwingungen im Raum ausdehnt und dann über summiert, dann kommt man dazu, wie die Energiedichte im Raum ist. Hier sehen wir, wie die Casimir-Kraft entsteht. Diese Wellen hier zwischen den Metallplatten rot gibt es diese langen Wellen nicht, dadurch entsteht ein Strahlungsdruck. So. Hier sieht man das auch nochmal. Hier sieht man, wie das in die Physik integriert ist. Das möchte ich jetzt nicht mehr erklären. Wer das alles nachlesen will, dem sei dieses Buch sehr empfohlen. Da kann man auch die Berechnungen lernen. Hier sind jetzt einige Bilder aus, diese nicht aus meinem Labor, aber da geht es jetzt gleich hin, wie man den Casimir-Effekt jetzt tatsächlich messen kann. Nämlich mit einer Technik, die sich Rasterkraftmikroskopie oder auf Englisch Atomic Force Mikroskopie nennt. Wenn man das ein bisschen umbaut, nämlich statt einer scharfen Spitze einen Ball nimmt, und dann kann man eben hier Kräfte im Pikonewton-Bereich gut messen.
Man nimmt eine runde Fläche und eine gerade Fläche, weil sich zwei gerade Flächen, wie wir in der Theorie da gesehen haben, praktisch nicht messen lassen, weil man diese Ausrichtung, dass es dann parallel wird, einfach nicht hinkriegt. Und beim Ball muss man sich bei Ausrichtung keine Gedanken machen. Man kann ihn annähern und hat immer eine definierte Umgebung. Hier sehen wir, wie das dann in Realität aussieht. Das ist ein Mikroskopbild. Dieser Ball ist 200 Mikrometer groß. Das hier ist so ein Element, was standardmäßig in die Mikroskope eingebaut wird und ein ganz dünner Siliziumarm, dessen Verbiegung dann als Kraft zu messen ist über das Lasersystem. Ich habe hier noch eine parallele Entwicklung gemacht mit sogenannten Tuning Forks, also das sind Uhrenquarze, die in jeder Uhr verbaut sind. Fennigs Artikel, wenn man den aufsägt, hat man diese auch als Nanokraftmesser zu verwendenden Geräte. Und damit kann man dann hier, wenn man das in dieses Mikroskop das einbaut, hier ist das Ganze zu sehen, wobei das meiste eben Vakuumtechnik ist, weil es sich empfiehlt, das im Vakuum zu machen, wenn man eben die Kraft messen möchte. Die Rasterkraftmikroskopie funktioniert auch prima an Normalluft. Hier etwas, was ich noch immer wieder mit reingenommen habe, das hier ist die Maschine von Fabrizio Pinto, auch einem guten Freund inzwischen, der da also das gedanklich weiterentwickelt hat und eine Maschine dazu gedanklich kreiert hat. So, jetzt springe ich einfach mal ein bisschen. Hier die laterale Kraft hat nur den schon gezeigt. Das hier, was ich jetzt zeige, sind unsere aktuellen Forschungen und das ist zusammen mit dem Robert Tobias, der das sich theoretisch ausgedacht hat. Und hier sehen wir Markus Fromm, mit dem ich die Untersuchung mache. Hier steht er in seinem Laserlabor. Hier also, ich springe mal gleich zu dem Bild, wenn man also eine strukturierte Fläche hat und wobei das hier diese, man hat diese Zacken und die Zacken sind nur in einer Richtung mit Metall bedampft, dann hat sozusagen der Robert de Bias vorhergesagt, dass es dann eine Scherkraft geben soll. Leider nicht die Zeit, weil hier im Detail zu erklären, warum das so eine Sensation ist und so interessant. Aber es wäre ein sehr interessanter, wichtiger Schritt zur Nutzung der Raumenergie, wenn man diese Lateralkraft in diesem Zusammenhang zeigen könnte. Daran arbeiten wir gerade. Hier zeige ich, wie man das dann mit dem Gerät messen kann. Das Bild hatten wir schon hier. Ich sage es ganz kurz, wo wir im Moment hauptsächlich dran arbeiten, ist, diese kleinen Kugeln hier, ja, die ja vorhin im Bild waren, 200 Mikrometer groß, die mit diesen Reliefen zu versehen, daran arbeiten wir gerade. Na, dazu haben wir kleine Metallteller, da bringen wir diese Bälle drauf auf und dann haben wir optische Gitter, die ungefähr diese Struktur haben, wie das man da unten sieht, und das benutzen wir dann als Stempel und dann bedampfen wir das mit Gold und untersuchen das im Mikroskop. Und daran sind wir gerade dran, um das so gut hinzukriegen, dass wir diese Situation erzeugen können, damit wir dann die Scherkraft messen können. Warum machen wir das? Auch weil wir eine Spende dafür bekommen haben, um es machen zu können. Das ist eben immer ein wichtiger Punkt, welche Projekte finanziert werden. So, hier sehen wir eine Zeichnung von dem optischen Gitter und diesen ganzen Daten, das überspringen wir jetzt auch mal. Hier haben wir dann auch so einfache Messungen gemacht, wo man mit Platten, wollte er gern, dass wir das machen, halte ich aber auch für interessant, aber nicht so vielversprechend, weil da kann einfach viel zu viel schief gehen. Das mit diesen Kugeln ist einfach eine viel sicherere Sache. Ich will noch ein paar andere Sachen erzählen, ist das nice, gut. Diese Tabelle hier, die zeigt auf, wenn man weitergeht und sagt, wir möchten Energie aus dem Raum ziehen und wir wollen den Casimir-Kraft als Grundlage benutzen, dann kann man anhand dieser Formel und eben was wichtig ist, hier ist der Abstand, der kleinste Abstand, den man mit den Flächen erreichen kann und hier die Fläche.
dann sieht man, dass das hier sind realistische Parameter, die Kraft 10 hoch minus 13 Joule, das ist sehr wenig. Wenn man hier Energie, wenn man hier runtergeht, das ist total nicht unrealistisch, aber auf Femtometer Distanz und in Kilometern an Flächen, da muss man sich schon ganz schön was einfallen lassen, wie das gehen soll. Dann würde man auch große Energiemengen haben. Was einem dagegen steht, ist, dass normale Metalle einfach das nicht erlauben, die werden einfach durchsichtig und das geht so einfach nicht. Aber es gibt noch andere Forschungen, und ich zeige gleich, dass wir auch auf dem Gebiet weitermachen, ist, dass nämlich man Zufallsprozesse, und diese Quantenfluktuationen sind Zufallsprozesse, dass man die mit Gedanken beeinflussen kann, also Zufallsprozesse, das ist nachgewiesen, an der Princeton-Universität und an anderen Orten auch. Und wenn man das beides kombiniert, wäre das sehr vielversprechend. Also, das habe ich hier mal berechnet und auch publiziert. Und das schafft so ein bisschen die Verbindung zu einem anderen Projekt, was wir hier über einige Jahre gemacht haben, mit dem Professor Ron Bry, der sich das ausgedacht hatte, dass man nämlich den gedanklichen Einfluss auf ein einzelnes Elektron untersucht. Hier sieht man, dass es gibt so das Prinzip der Atomfalle oder Ionenfalle. Damit kann man dann Bilder von einzelnen Ionen, die man über Stunden und Tage speichern kann, machen und untersuchen. Und die Idee ist jetzt sozusagen, dass wenn man den Spin ändert, und das sind ungefähr 0,6 Mikro-E-Volt, also eine sehr kleine Energiemenge, ungefähr 1 Million mal weniger als so ein Lichtquant, wenn man den Spin ändert, dann würde das nämlich dunkel werden. Ja, so. Also weil die Resonanz dann nicht mehr da ist. Und ja, und da hoffen wir, dass wir das machen können. Das Problem ist, hier sieht man, das hier ist der Aufbau, der für die Falle notwendig ist. Hier hinten in dem Vakuum ist die Falle. Vakuumtechnik, Hochfrequenz, Detektoren und so weiter. Und hier, das habe ich jetzt nicht diese ganzen Details für diesen Vortrag, aber man braucht eben auch ein sehr ausgeklügeltes Lasersystem, um diese 0,6 Mikro-E-Volt nachweisen zu können, muss der Laser auf 9 Stellen stabil sein, die Frequenz oder Dynamik. Und dazu braucht man einiges an Technik. Leider sind wir noch nicht ganz fertig geworden, wir suchen jetzt weitere Sponsoren. Wir haben da aber schon auch einiges verbaut, aber das ist ein anderes Problem. Das Ganze machen wir hier an dem Forschungszentrum Kolberg, einem ehemaligen Deutsche Post-Ost-Forschungszentrum, was wir mit einem Partner ersteigert haben. Und das ist in der Nähe von Berlin und da machen wir diese Sachen. Da steht auch der Cola-Generator, über den ich schon öfters berichtet habe. Hier sind die Artikel, die wir darüber gebracht haben. Ja, und hier der Compact-Generator, den wir bekommen haben, darüber habe ich, glaube ich, letztes Mal ausführlich berichtet, haben wir in einen neuen Raum transferiert, zusammen mit dem Cola, um das weiter untersuchen zu können. Was ja auch gestern schon erwähnt wurde, man braucht eben einiges an Messtechnik, aber hier mit so einem Oszilloskop und Stromzangen und einigen Dingen mehr kann man diese Sachen solide untersuchen. Hier der Compact-Generator, also jetzt der Sprung in ein neues Thema, Evaluierung, also das Testen von diesen Technologien, ist ein ganz wichtiger Punkt, damit man zu soliden Daten kommt und so weiter. So, eine Sache, die wir jetzt neu bekommen haben, ist diese Hypersonic Pump, die wird gerade untersucht und im November werde ich da auch in Berlin die Ergebnisse dann vorstellen. Habe leider nicht die Zeit, das im Detail jetzt hier zu erklären, was die Hypersonic Pump ist, ist aber eine Technologie, die man auf der DVR-Webseite nachlesen kann, sehr schöner Artikel, mit allen möglichen Links, auch die NASA empfiehlt diese Technologie, nur so als Vorspann. Jetzt machen wir einen Sprung zum Ende hin und ein paar Punkte, die mir ganz besonders wichtig sind, nämlich wo stehen wir und wie kommen wir denn jetzt weiter? Und das nenne ich hier Raumenergie und Gesellschaft. Ich glaube, dass Kongresse wie diese, aber auch viele andere Dinge, die wir tun, ganz wichtig sind, um die Menschen zu erreichen, weil
wir müssen Leute begeistern. Viele Leute müssen sagen, ja, wir wollen diese neuen Technologien haben. Wir haben mit vielen Politikern in Berlin geredet, auch mit ihren Assistenten und Mitarbeitern. Die haben uns klar erklärt, die Politiker werden nicht kommen und nach vorne treten und den Leuten die freie Energie sozusagen aufdrängen. Das wird nicht passieren. Das ist denen zu heikel. Ja? Aus verschiedenen Gründen. Die wollen halt auch nicht lächerlich gemacht werden. So, sondern wenn die Bevölkerung das oder wenn Leute das wollen, dann machen die mit. Das ist denen egal, ob die jetzt das Geld da oder dahin. Ja, das ist denen nicht so wichtig. Die wollen wiedergewählt werden. Ja? So. Also es ist sozusagen ein wichtiger Schritt, die Bevölkerung dazu zu bringen, dass sie sagt, hey, wir wollen das gerne haben. Ja? Und das ist eine Sache, die wir machen können. Und dann können auch Erfindungen, Innovationen und so weiter gefördert werden. Ja, und das ist natürlich eine ganz wichtige Sache, weil ich habe ja immer wieder schon erwähnt, was es kostet und so weiter. Und auch wenn gestern gesagt wurde, ja, neues Level und so weiter, aber wichtig ist, dass eben auch Projekte finanziert werden. Mein Traum wäre, dass es Budgets gibt, sozusagen staatlich, privat, wo auch immer her, wo man mit relativ einfachen Skizzen und Projektideen ja, ordentliche Gelder bekommen könnte, mit denen man dann solche Forschung machen kann. Weil heute wäre das so, ich kann natürlich zur Europäischen Union gehen und da diese Kanäle durchlaufen, aber ein Wahnsinnsaufwand, einen solchen Antrag zu stellen, kostet mindestens ein halbes Jahr von einem Spezialisten plus noch anderer Gelder und so weiter. Und in der heutigen Umgebung wäre die Chance, dass so ein Freienergieprojekt dort durchkommt, so gering, dass dieser Aufwand nicht zu realisieren ist. Also, aber bleiben wir beim Positiven. Die DVR, gemeinnütziger Verein, hat das Ziel, eben diese Sachen voranzubringen. Sie haben schon gesehen, auf verschiedenen Ebenen. Auf der einen Seite versuchen wir mit guten Projekten und guten Daten und Forschung voranzukommen, parallel aber auch Menschen zu erreichen und zu begeistern. Und das machen wir schon eine ganze Weile. Wir haben ungefähr 430 Mitglieder. Es gibt immer den Unterschied zwischen Leuten, die formal Mitglied sind, den Leuten, die aktiv sind, also wenigstens bezahlen und damit auch die Journale bekommen, weil jeder, der richtig Mitglied ist, also nicht, sich gar nicht mehr auffindbar ist, die, die bezahlen und die, die den Adresse haben, die bekommen das Netjournal und die, wir persönlich bringen auch noch eine Publikation raus und haben eine große Datenbank, in der viele Informationen drin sind, die wir nicht öffentlich verteilen können, aber da sind ganze Bücher drin, viele Artikel. Jedes Mitglied kann das da drin stöbern und sie wird auch ständig ausgebaut. Beitrag ist 120 Euro und die DVR-Arbeit finanziert. Wir machen im November, jetzt am 11.12. eine kleine Konferenz zusammen mit der Mitgliederversammlung, mit Wahlen, Vorstandswahlen. Am 11. November. Und hier sieht man kurz, was da passiert. Also ich werde über die Hypersonic Pump und Forschung berichten. Wir haben Convolone gewonnen, der ein ähnliches Institut, nämlich das Integrity Research Institute in Amerika betreibt und auch schon 1980 auf dem MIFA-Kongress war, ein ganz alter Bekannter und Freund, der auch ganz viel erzählen wird, zwei Vorträge hält, an jedem Tag einen, einmal über den über eine Magnetmotorform und am nächsten Tag, am Sonntag, redet er dann über die Arbeit des Instituts und wie die so vorgehen. Was haben wir noch? Wir haben noch Adolf Schneider, der einen Vortrag halten wird über Tesla Auto und die Recherchen, die er da gemacht hat und einige Dinge mehr. Und Konstantin Mayer wird auch einen Vortrag halten online. Dann haben wir die Mitgliederversammlung. Ja, am nächsten Tag nochmal Tom Boulogne, Ahmed Kamas haben wir ja eh gehört, wird auch Buch der Energie vorstellen und Viktor Schauberger, Jörg Schauberger wird über die Arbeit von Viktor Schauberger erzählen. Ja, so erreicht man uns. Ich kann schon mal vorankündigen, die Adresse wird sich zum Jahresende dann ändern. Noch gilt aber diese Adresse und wir werden auch Nachsendeanfrage stellen, aber das Gebäude dort wird abgerissen und deshalb werden wir das verlagern. Ja, ich hoffe, ich habe
ich habe einiges rüberbringen können. Es ist eine lange Arbeit, man muss viel Geduld haben mit allen. Ahmed hat ja auch schon gesagt, wo sind die Maschinen, aber ich hoffe, ich konnte rüberbringen, wie viel Arbeit notwendig ist, um die in den Details voranzukommen und auch so ein bisschen Einblick zu geben, ja, aber warum, es ist zwar völlig wichtig, da kann ich mich Ahmed nur anschließen, lasst uns transparent arbeiten, lasst uns Daten austauschen und so weiter. Auch hier, ich habe gestern gehört, da reist jemand rum, besucht alles Mögliche, habe ich ja auch schon gemacht, aber nicht jeder weiß, was wo wie gesehen wurde, was wo wie getestet wurde. Da kann man noch viel mehr Daten austauschen und damit man nicht alles doppelt machen muss, weil die Gelder sind nun knapp. So, aber trotz alledem, ich hoffe, ich konnte darstellen, wo wir stehen. Und ich selber bin zuversichtlich, dass wir, ja, eine tolle Zeit erleben. Sicherlich ist es auch alles turbulent, aber ich habe das Gefühl, wir kommen der Sache näher. Es werden interessante Technologien kurzfristig auftauchen und wünschen uns allen viel Spaß. Ja, danke für die Aufmerksamkeit.